Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. In der letzten Predigt hatten wir uns ja mit Simson oder Samson beschäftigt. Und heute möchte ich über einen weiteren interessanten Richter im Alten Testament mit Ihnen sprechen, der vielleicht nicht so bekannt ist wie Simson oder vielleicht auch Persönlichkeiten wie Mose oder David oder Salomo, der auch nicht so in Hollywood personifiziert wurde, wie eben dies bei den anderen der Fall war, der aber gleichwohl eine der bemerkenswertesten, interessantesten Persönlichkeiten der Bibel darstellt. Ich rede von niemand anderem als Gideon, dem Richter Gideon. Und vielleicht haben Sie noch gar nicht etwas von Gideon gehört, aber Gideon war eine sehr bemerkenswerte Gestalt. Jemand, der aus Schwachheit stark wurde, und ich spreche jetzt nicht von physischer Stärke. Im Gegensatz zu Simson war Gideon nicht ein besonders starker Mensch, physisch gesehen. Aber er wurde stark in geistlicher Hinsicht. Und er dient uns oder kann uns als Vorbild dienen in unserem christlichen Leben. Gideon war eine bemerkenswerte Persönlichkeit, aber sie hatte Fehler. Er hatte sehr große Fehler begangen. Und das kann uns als Warnung dienen, dies nicht auch zu tun. Auf der anderen Seite können wir sehen, wie Gott im Leben Gideons wirkte, was uns auch wiederum als eine Ermutigung und Ermunterung sein kann, wenn Gott dies in unserem Leben ebenfalls tut. Und so möchte ich jetzt zunächst einmal im Neuen Testament eine Stelle aus dem Hebräerbrief vorlesen, die sich auf diesen Gideon bezieht. Und im Hebräer Kapitel 11 lesen wir angefangen in Vers 32, wie Paulus sagt: Und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon. Also Gideon wird hier sogar zuerst erwähnt, obwohl er zeitlich gesehen nicht der erste Richter war. Aber er sagt hier, die Zeit wäre mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen und sind stark geworden. Schauen Sie, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Und so wollen wir uns heute die Geschichte von Gideon einmal näher ansehen. Und zwar zunächst einmal schlagen wir das Buch Richter auf, Richter Kapitel 6. Und lesen wir ein wenig über den Hintergrund, den zeitlichen Hintergrund, der bestand, als hier Gideon berufen wurde von Gott. In Richter Kapitel 6 lesen wir angefangen Vers 1. Und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre. Schauen Sie, als damals Mose von Ägypten floh, begab er sich nach Midian. Und damals waren die Midianiter dem Mose freundlich gesinnt. Aber Zeiten ändern sich und hier taten die Israeliten, was sie nicht hätten tun sollen, lebten eine Lebensweise, die sie nicht hätten leben sollen. Und jetzt gibt Gott die Israeliten in die Hand der Midianiter für 7 Jahre. Und dann heißt es hier in Vers 2, und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, machten sich die Israeliten in den Bergen Schluchten zurecht und Höhlen und Festungen. Und immer wenn Israel gesät hatte, da kamen die Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten herauf über sie und lagerten sich gegen sie und vernichteten die Ernte im Lande bis hin nach Gaza. Von Gaza hatten wir das letzte Mal gehört, als wir über Simson gesprochen haben. Und ließen nichts übrig an Nahrung in Israel, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Denn sie kamen herauf mit ihrem Vieh und ihren Zelten wie eine große Menge Heuschrecken, so dass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren und fielen ins Land, um es zu verderben. So wurde Israel sehr schwach vor den Midianitern und da schrien die Israeliten zum Herrn. Interessant ist, dass sie sich jetzt an Gott wandten, um Rettung zu erhalten. Aber wir lesen nichts darüber, dass sie erkannt hätten, warum dieses Missgeschick ihnen gegenüber entstanden war. Wir lesen nichts darüber, dass sie willens waren, ihre Lebensweise zu ändern. Sie klagten jetzt zu Gott darüber, dass sie Unglück hatten.
aber haben den Zusammenhang scheinbar nicht sehen wollen. Und das ist ja heute auch vielfach der Fall. Vers 7. Als sie aber zum Herrn schrien, um der Midianiter willen, da sandte der Herr einen Propheten zu ihnen und er sprach zu ihnen. Schauen Sie, Gott hat nicht direkt eingegriffen und die Israeliten von den Midianitern befreit. Zunächst einmal erzählte er ihnen und erklärte ihnen, warum dieses Missgeschick über sie gekommen war. Dieser Prophet spricht, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten geführt und aus der Knechtschaft gebracht und habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängten und habe sie vor euch hier herausgestoßen und ihr Land euch gegeben und zu euch gesprochen, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht fürchten oder verehren die Götter der Amoriter, in deren Lande ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Also hier wird zunächst einmal den Israeliten gesagt, dass ihr Götzendienst und ihre anderen falschen Praktiken die Ursache dafür waren, dass Gott sie in die Hand der Midianiter gegeben hatte, und zwar für 7 Jahre. Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra, die gehörte Joasch, dem Abiezriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn berge vor den Midianitern. Nun, der Kontrast hier könnte nicht größer sein. Zunächst einmal wird von dem Engel des Herrn gesprochen. Und wie ich dies bereits letztes Mal erklärt habe, handelt es sich hier um niemand anderen als um Jesus Christus. Er war der Bote des Herrn, Gottes des Vaters. Das Wort Engel kann eben auch als Bote übersetzt werden. Das Wort Engel, Malak im Hebräischen, kann sich auf einen Menschen beziehen, er kann sich auf einen Boten beziehen, er kann sich eben auf Jesus Christus beziehen. Hier kommt Jesus Christus, der Bote des neuen Bundes, der Bote des Herrn. Und er sieht jetzt diesen Gideon. Und der Gideon, der drischt jetzt heimlich in der Kelter, um das, was er jetzt hier drischt, vor den Midianitern zu verbergen. Er war natürlich vor den Midianitern unsicher, er hatte Angst vor denen und so hat er es eben heimlich getan. Wir lesen auch, dass Gideon ein Abiezriter war, das heißt ein Nachkomme von Abiezer. Und dieser Abiezer war ein Sohn von Manasse. Manasse, einer der beiden Söhne von Josef, die ihm in Ägypten geboren worden waren. Interessant ist, Manasse bedeutet vergessen. Der Name Manasse bedeutet vergessen. Und wir lesen auch, wie Gideon, der Nachfahre von Manasse, sehr viel vergessen hatte von dem, was er hätte eigentlich wissen sollen. Lesen wir jetzt weiter in Vers 12. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, oder der Herr mit dir, du streitbarer Held. Also hier bezeichnet dieser Bote des Herrn Gideon als den streitbaren Held, der hier heimlich in der Kälte drescht, weil er Angst hat vor den Midianitern. Gideon wusste nicht, dass Gott mit ihm war. Gideon wusste nicht, dass er ein streitbarer Held war. Das war alles nicht das, was er so sich vorgestellt hatte über sich selbst. Und so lesen wir auch in Vers 13. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, man könnte auch sagen, wie bitte? Was? Sag das nochmal. Ach mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns denn das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Gideon war total überrascht über diese Aussage dieses Boten. Zunächst einmal wusste natürlich Gideon nicht, dass dies ein Bote war, der von Gott gesandt wurde. Er meinte, das sei ein gewöhnlicher Mensch. Keinesfalls sah er ihn als einen Engel an oder sogar noch besser als Jesus Christus. Und er sagt auch nicht, der Herr ist mit mir, sondern er sagt zugleich, ja, wenn der Herr mit uns ist. Also er wollte noch gar nicht einmal seine Position anerkennen. Er verstand auch nicht, warum Israel in dieser Lage war. Wollte es nicht verstehen, konnte es vielleicht auch noch nicht verstehen. Seine Lebensweise musste sich nämlich auch ändern. Und so lesen wir hier in
In Vers 14. Der Herr, schauen Sie, es ging also nicht nur um einen gewöhnlichen Engel, der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel retten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Aber dem Gideon kam das nicht so ganz geheuer vor. In dieser deiner Kraft? Er hatte scheinbar gar keine große Kraft, kein Vertrauen zu sich selbst. Nun, was Gott hier sagte, war, es geht nicht um deine Kraft. In dieser deiner Kraft, die ich dir geben werde, sagt Gott, wirst du die Midianiter erretten. Es hört sich alles ein bisschen an wie damals auch mit Mose, als der im Dornbusch mit Gott sprach und Auswege suchte, um nicht nach Ägypten gehen zu müssen, um die Israeliten aus Ägypten herauszubringen. Vers 15. Er, Gideon, aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Ausflüchte. Gideon blickte auf äußere Umstände. Sagt er, ja, wie soll ich das denn machen? Ich habe doch keine Kraft. Ich kann das doch nicht. Und dann heißt es in Vers 16. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Also ein glorreicher Sieg würde erfolgen, weil Gott mit ihm sein würde. Aber schauen Sie die Ausflüchte von Gideon. Ich bin der Geringste in meiner Familie. Unser Stamm ist der Geringste im Volk Israel, obwohl das alles so nicht stimmte. Manasse war ein sehr wichtiger Stamm in Israel. Und wie wir noch sehen werden, war er auch keineswegs der Geringste in Israel oder sein Vater auch nicht. Aber Jeremia sagt, ja, ich bin zu jung, schicke mich nicht. Mose sagt, ja, ich kann nicht sprechen, schicke mich nicht. Amos sagte, ach, ich bleibe lieber ein Schafhirt, schicke mich nicht. Jona wollte davonlaufen, als Gott ihn aufforderte, nach Ninive zu gehen. Und so sehen wir auch hier, dass Gideon keineswegs bereit war, diesen Auftrag, den Gott ihm gegeben hatte, hier zu erfüllen. In Vers 16. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du die Midianiter niederschlagen sollst wie einen Mann. Vers 17. Er aber sprach zu ihm, habe ich Gnade vor dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Gideon bekam jetzt Bedenken. Gideon hatte so eine Ahnung, dass das vielleicht auch nicht so ein gewöhnlicher Mann war, aber er war sich nicht sicher. Und er sagte, okay, gib mir mal ein Zeichen, einen Beweis, dass du es bist, dass du wirklich von Gott gesandt bist, dass du Gott bist, obwohl er noch nicht unbedingt jetzt glaubte, dass es Gott war. Er hat vielleicht gedacht, es sei ein Engel. Er wollte also ein Zeichen, und das war auch ein Problem von Gideon, wie wir noch nachher sehen wollen und werden. Er suchte immer nach Zeichen, nach Beweisen, physischen Beweisen, dass Gott wirklich mit ihm war. Vers 18. Geh nicht fort, bis ich wieder zu dir komme und bringe meine Gabe und lege sie vor dir hin. Und er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und richtete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuerte Brote von einem Scheffel Mehl und legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm hinaus unter die Eiche und trat hinzu. Nun, wir kennen ja etwas über das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote. Und wir wissen auch, dass Jesus Christus zum Zeitpunkt des Versöhnungstages als ein Bock symbolisiert wird, der die Sünden wegträgt. Alles dies deutet hier symbolisch auf das hin, was Jesus Christus tun würde. Aber ich glaube nicht, dass Gideon das so richtig verstand. Scheinbar war er aber inspiriert, diese Opfer jetzt zu bringen. Aber schauen Sie, symbolisch gesehen, wie Gideon nachher die Israeliten aus der Hand der Midianiter befreien würde, so hat uns natürlich Jesus Christus durch seinen Opfertod aus der Hand dieser Welt, aus der Hand Satans, aus der Hand unserer eigenen fleischlichen Begierden befreit. Und so lesen wir in Vers 20. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm, also dieser Bote Gottes, Jesus Christus, wie wir sehen werden, nimm das Fleisch und die Brote und lege es hin auf dem Fels hier und gieß die Brühe darüber, und er tat es. Und er streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote, und er fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote, und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen.
Und als nun Gideon sah, Vers 22, dass es der Engel des Herrn war, sprach er: Ach Herr, Herr, habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Aber es ging nicht um einen gewöhnlichen Engel. Es ging um den Boten Gottes des Vaters. Es ging um Jesus Christus, der ebenfalls Gott war. Und wir lesen jetzt hier in Vers 23, und der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Schauen Sie, es geht hier darum, dass Gott gesagt hatte, ihr könnt mich nicht von Angesicht zu Angesicht sehen und leben. Gideon wusste hier, dass es sich nicht nur um einen gewöhnlichen Engel handelte. Er sagt, ich habe den Engel des Herrn gesehen, den Boten des Herrn, den Boten Gottes des Vaters. Ich habe ihn gesehen von Angesicht zu Angesicht. Hilf mir, dass ich nicht sterbe. Aber schauen Sie, Gideon hatte den Boten des Herrn, des Vaters, also Jesus Christus, nicht in seinem glorifizierten Status gesehen. Es ging darum, man kann Gott nicht als Mensch in seinem verherrlichten Zustande sehen und leben, weil seine Gestalt, seine Erscheinung so gewaltig sein würde, man würde sofort geblendet, man würde sofort wie bei einer Atombombe, sagen wir einmal, in seine kleinsten Bestandteile zerlegt werden. Darum ging es hier. Aber Gideon hatte jetzt dieses Problem, diese Angst, dass er jetzt sterben würde, weil er Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hatte, und Gott sagt ihm hier: Nein, Friede sei mit dir, du wirst nicht sterben. Gideon wusste also jetzt, ohne Zweifel, dass es Gott war, der ihm erschienen war. Dass es Gott war, der ihm gesagt hatte, du sollst Israel aus der Hand der Midianiter befreien. Und so ging jetzt Gideon freudig und voller Zuversicht und voller Erwartung und vollen Glaubens an diese Aufgabe heran, nicht wahr? Keineswegs. Keineswegs. Lesen wir weiter. In Vers 24. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar. Und er nannte ihn: Der Herr ist Friede. Denn Gott hatte ja Gideon gesagt, Friede sei mit dir. Und so sagt er jetzt auch, der Herr ist Friede. Und er steht noch heute oder bis auf den heutigen Tag in Ophra, der Stadt der Abiasriter. Also er verehrt jetzt sogar Gott, indem er ihm einen Altar baut. Vers 25. Und in derselben Nacht sprach der Herr zu ihm: Nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der siebenjährig ist. Warum siebenjährig? Weil Midian für 7 Jahre Israel bedrückt hatte. Also nimm einen zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße nieder den Altar Baals, der deinem Vater gehört, und haue um das Bild der Asherah, das dabei steht. Wir sehen also hier, dass zumindest der Vater Gideons ein Verehrer des Götzen Baals war und Asherah. Er hatte also diese Götzenbilder gebaut. Und scheinbar hatte Gideon auch an dieser Götzenverehrung teilgenommen. Und Gott machte es jetzt ganz klar, dass er natürlich nicht Gideon gebrauchen konnte, um Israeliten von den Midianitern zu befreien, wenn er nach wie vor an solchen Götzendiensten teilnehmen würde. Nun, worum handelt es sich hierbei? Baal war niemand anderes als der Sonnengott, der Gott, der am Sonntag verehrt wurde. Er war auch niemand anderes als Nimrod oder Tammuz, der in der Bibel erwähnt wird. Und das Bild der Asherah war nichts anderes als das Bild der Mondgöttin. Asherah oder auch Ischar, heute als Ostern bekannt. Eine Mondgöttin, die angeblich auf dem Mond lebte und dann aus dem Mond oder vom Mond auf diese Erde herabgeworfen worden war in einem großen Ei. Und die aus einem Ei hervorging. Und auf dem Mond lebte dann auch noch ein Hase. Und dieser Hase hatte die Gabe, Unfruchtbarkeit zu verleihen. Und dieser Hase war Teil der Verehrung dieser Mondgöttin Asherah. Interessanterweise waren beide, sowohl Baal als auch Asherah, gemäß der Mythologie, Mann und Frau, aber auch Mutter und Tochter, oder vielmehr Mutter und Sohn. Wir sehen alles, wie dies damals schon im Alten Testament praktiziert wurde, aber nicht unbedingt mit dem Einverständnis Gottes, und wie das alles dann übernommen worden ist heutzutage. Und Menschen tun das Gleiche heute, ohne zu wissen,
was sie eigentlich tun. Der Gideon wusste auch nichts Besseres, als dass er hier den Baal und diese Aschera verehrte. Aber Gott sagte, nein, hau diese Götzenbilder um, hau diesen Altar um. Und es geht noch weiter. Er sagt, nachdem du dies getan hast, Vers 26, dann baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe dieses Felsens einen Altar und rüste ihn zu und nimm den zweiten Stier und bringe ein Brandopfer, das mit dem Holz des Aschera-Bildes oder mit dem Holz des Aschera-Bildes, das du umgehauen hast. Also nicht nur ging es darum, den Götzendienst abzulegen, es ging auch darum, den wahren Dienst an Gott zu beginnen. Aber Gideon war das gar nicht so angenehm. Zunächst einmal sagte Gott zu ihm, du mache dies. Lesen wir, wie Gideon reagierte. Vers 27, und dann nahm Gideon 10 Mann von seinen Leuten und tat, wie ihm der Herr gesagt hat. Also nicht alleine, sondern nahm 10 Mann mit sich. Nun vielleicht auch deshalb, weil dieser Altar des Baal ein sehr schwerer Altar war und da brauchte er vielleicht Hilfe, aber wahrscheinlicherweise war es aber so, dass Gideon sich fürchtete, es alleine zu tun. Denn wir lesen hier weiter, aber er fürchtete sich vor seines Vaters Hause und vor den Leuten in der Stadt, das am Tage zu tun, und er tat es in der Nacht. Also heimlich, hatte Angst vor den Leuten der Stadt, glaubte noch nicht, dass Gott ihn beschützen könnte, wenn er den Auftrag Gottes ausführen würde. Er wollte also noch eine gewisse Zuversicht haben, indem er dies des Nachts tat, eine gewisse Sicherheit. Vers 28. Und als nun die Leute in der Stadt früh am Morgen aufstanden, siehe, da war der Altar Baals niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen und der zweite Stier als Brandopfer dargebracht auf dem Altar, der gebaut war. Und einer sprach zum anderen, wer hat das getan? Und als sie suchten und nachfragten, wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joasch, hat das getan. Und da sprachen die Leute der Stadt zu Joasch, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar Baals niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen hat. Also die ganzen Leute der Stadt waren in diesem Götzendienst verhaftet. Und weil jetzt jemand kam, der diesen Götzendienst abschaffen wollte, wollten sie ihn töten dafür. Vielleicht meinten sie noch, dass das irgendwie auch ein Dienst war an dem wahren Gott, wer weiß, aber sie hatten total den Blick verloren für das, was richtig war, für das, was wichtig war, für das, was in Gottes Augen zählte. Und sie hatten natürlich auch nicht erkannt, dass das der Grund war, warum sie von den Midianitern bedrückt wurden. Aber jetzt erwächst dem Gideon unerwartete Hilfe. Und manchmal geschieht uns das auch, dass wir Hilfe bekommen von einer Seite, wo wir es gar nicht erwarten würden. Letztendlich hatte der Gideon den Altar Baals, den sein Vater gebaut hatte, umgehauen. Aber schauen wir jetzt die Reaktion des Vaters. Vers 31. Joasch aber sprach zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für Baal streiten? Wollt ihr ihm helfen? Wer für ihn streitet, der soll noch diesen Morgen sterben. Ist er Gott, so streite er für sich selbst, weil sein Altar niedergerissen ist. Scheinbar bekam Joasch Bedenken. Vielleicht hat er auch ein wenig Respekt bekommen vor seinem Sohn. Aber er bekam Bedenken. Er sagte sich ja nun, wenn also dieser Altar so einfach niedergerissen werden kann, vielleicht ist dann dieser Baal gar kein Gott, der irgendetwas bewirken kann. Erinnert so ein bisschen an die Erzählung später von Elia, der die Baalspriester niederhaute und keiner kam dazu, die zu retten. Vers 32. Und von dem Tage an nannte man Gideon Jerub-Baal, das heißt, Baal streite mit ihm. Also die erwarteten immer noch, dass jetzt Baal eingreifen würde und diesen Gideon bestrafen würde dafür, dass sein Altar niedergehauen worden war. Aber das würde natürlich nicht geschehen. Sie sagten, der Baal, der streite mit ihm, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Jetzt sollte man meinen, dass Gideon gestärkt war in seinem Auftrag, und dass er keinerlei Bedenken mehr haben würde, diesen Auftrag zu erfüllen. Er hatte das getan, wenn auch ein wenig zögernd, was Gott ihm gesagt hat. Er hatte sogar unerwartete Hilfe bekommen von seinem Vater. Alles lief jetzt gut für ihn. Und manchmal fragen wir uns, sieht das bei uns auch so aus? Alles scheint gut zu verlaufen. Wir wissen, was wir tun müssten, aber tun wir es?
Nun, Gideon tat es noch nicht so unbedingt, denn in Vers 33 lesen wir nun Folgendes. Als nun alle Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten sich versammelt hatten, da zogen sie herüber und lagerten sich in der Ebene Jezreel. Nun, diese Ebene Jezreel ist eine sehr bekannte und sehr berühmte Ebene, ein Tal, das Tal Jezreel. Wir lesen nachher im Buch Hosea, ich sage Ihnen jetzt nur diese Stelle an und Sie können die dann nachher aufschlagen, in Hosea Kapitel 1, die Verse 4 bis 5, dass schließlich in der Zukunft eine Schlacht dann stattfand gegen Israel und das war eine Entscheidungsschlacht, als Israel dann total den Krieg verlor und dann aufhörte, eine Nation zu sein. Wir lesen auch über die Ebene Jezreel in der Zukunft. Und zwar ist es die Ebene oder das Tal, das in der Bibel auch mit Harmageddon beschrieben wird. Har-Megiddo, der Hügel Megiddo, der an das Tal Israel oder Jezreel grenzt. Es ist dies die Ebene, wo sich die Armeen der Welt versammeln werden, um dann nach Jerusalem zu ziehen, um gegen den wiedergekommenen Christus zu kämpfen. Die Schlacht selbst findet nicht in der Ebene statt. Die Schlacht von Harmageddon gibt es nicht. Harmageddon ist der Ort, wo sich die Armeen versammeln werden. Die Schlacht selbst findet im Tal Josaphat statt. Und das können Sie auch im Buch Joel lesen, im 4. Kapitel, angefangen Vers 1. Und dieses Tal Josaphat oder auch Jehoshaphat, wie einige es nennen, bedeutet das Gericht des Ewigen. Das Gericht des ewigen Gottes. Es wird auch das Tal der Entscheidung genannt in der Schrift. Es befindet sich zwischen Jerusalem und dem Ölberg und ist heute auch unter einem anderen Namen bekannt, und zwar das Tal Kidron oder das Kidron-Tal. Dort wird die letzte Schlacht stattfinden. Aber wir sehen, wie das Tal Jezreel, die Ebene Jezreel, in der Vergangenheit und auch noch in der Zukunft eine große Rolle gespielt hat und spielen wird. Das ist das Tal, wo jetzt die Amalekiter und die Midianiter hinkamen. Vers 34. Und er erfüllte der Geist des Herrn den Gideon. Und er ließ die Posaune blasen und rief die Abiezriter auf, ihm zu folgen. Das heißt hier, der erfüllte ihn der Geist des Herrn. Und so blies er die Posaune. Was wir gesehen haben hier ist, durch seine Tat, durch die Aktion, dass er den Altar des Baal und dieses Götzenbild der Aschera niedergerissen hat, das zeigte seine Reue. Das zeigte seine Bekehrung. Die Tatsache, dass er dann Gott einen Altar baute, zeigt eben auch, dass er jetzt bereit war, Gott zu folgen. Und nun konnte Gottes Geist ihn erfüllen. Nun konnte Gottes Geist ihn dazu bewegen, das zu tun, was er tun sollte. Wir haben heute auch eine Aufgabe, als die Kirche Gottes, die Posaune zu blasen. Eine Warnung, eine Botschaft der Warnung der Menschheit mitzugeben, dass es auch zu einer großen Schlacht kommen wird, zu einem großen Krieg, dass alle Menschen, die wissentlich oder unwissentlich dem Götzendienst verhaftet sind, auch dann gegen Christus kämpfen werden, wie hier sie gegen Gideon kämpfen wollten und gegen die Israeliten, die allmählich dann aus dem Götzendienst herauskamen. Es ist nicht eine warnende Botschaft, die wir verkünden müssen. Es ist das Teil des Evangeliums vom Reich Gottes, denn Christus wird zurückkommen, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. Aber er sagt, zunächst einmal muss das Evangelium allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden. Und dann wird das Ende kommen. Und wir können diese Botschaft nur verkünden, wir können diese Posaune nur blasen, wenn uns Gottes Geist leitet. Wir können das nicht aus menschlicher Ambition heraus tun. Und wir können es nur dann tun, wenn wir zunächst einmal uns zu Gott, dem wahren Gott, in richtiger Weise bekehrt haben und das, was eben falsch ist, hinter uns lassen. So lesen wir jetzt in Vers 35. Und er sandte Botschaft zu ganz Manasse und rief sie auf, dass auch sie ihm folgten. Und er sandte auch Botschaft zu Asser und Sebulon und Naphtali, und die kamen herauf ihm entgegen. Wie ich sagte, Manasse heißt vergessen. Der Stamm Manasse ist einer, der leicht vergisst. Heute, und ich kann das nur jetzt andeuten, die Beweise liegen vor, heute ist der Stamm Manasse zu finden in den Nachfahren
von dem alten Manasse, und zwar in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und dann lesen wir über Ascher. Nun, Ascher bedeutet glücklich oder gesegnet. Und auch hier zeigen uns biblische Aufzeichnungen und archäologische Aufzeichnungen, dass die Nachfahren von Ascher heute in Belgien und Luxemburg zu finden sind. Und dann wird von Sebulon gesprochen, was so viel heißt wie Wohnsitz. Und interessanterweise finden sich die heutigen Nachfahren von Sebulon in Holland, in den Niederlanden, wo sie sich einen Wohnsitz erworben haben, wo sie sogar Teil des Landes erhalten haben, das sie dem Meer abgewonnen haben. Und dann finden wir noch eine weitere Erklärung im Hinblick auf Naphtali, das so viel wie Ringer bedeutet oder Kämpfer. Und in der Tat befinden sich die Nachfahren von Naphtali heute in Schweden. Auch das nicht überraschend. Die Schweden waren ja ein Volk und sind immer noch ein Volk, aber waren mit Sicherheit ein Volk in der Vergangenheit, das bekannt war als jemand, der eben gerne gekämpft hat. Also alle diese Stämme haben sich also jetzt dem Gideon angeschlossen. Und so lesen wir in Vers 36, und Gideon sprach zu Gott, schauen Sie, er war noch immer nicht überzeugt, er hatte immer noch Zweifel. Willst du Israel durch meine Hand erretten? Also wenn du das wirklich willst, hast es zwar gesagt, aber ob du das wirklich so willst? Also willst du Israel durch meine Hand erretten, wie du zugesagt hast? Ja, du hast es da gesagt, aber so will ich Vers 37, abgeschorene Wolle auf die Tenne legen. Und wird der Tau allein auf der Wolle sein und der ganze Boden umher trocken, so will ich daran erkennen, dass du Israel retten wirst durch meine Hand, wie du zugesagt hast. Also er braucht noch ein Zeichen, einen Beweis, einen physischen Beweis, dass Gott auch wirklich das tun würde, was er ihm zugesagt hatte. Und Gott wusste natürlich um die Psyche von Gideon. Er wusste, dass Gideon Stärke und einen Beweis brauchte, und so hat er mitgespielt, sozusagen. In Vers 38. Und so geschah es, und als er am anderen Morgen früh aufstand, da drückte er den Tau aus der Wolle, eine Schale voll Wasser. Also das war jetzt der endgültige Beweis, dass Gott wirklich das tun würde durch Gideon, was er gesagt hatte. Und Gideon war jetzt total davon überzeugt. Keineswegs. Vers 39. Und Gideon sprach zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, wenn ich noch einmal rede. Ich will's nur noch einmal versuchen mit der Wolle. Es sei allein auf der Wolle trocken und Tau auf dem ganzen Boden. Und Gott machte es so in derselben Nacht, dass es trocken war allein auf der Wolle und Tau überall auf dem Boden. Also jetzt hatte Gideon endgültig den Beweis erlangt, den er brauchte, um Gottes Auftrag zu erfüllen. So einfach war die Sache aber immer noch nicht. Lesen wir jetzt weiter in Kapitel 7 und Vers 1. Und da machte sich Jerubal, das ist Gideon, früh auf und das ganze Kriegsvolk, das mit ihm war, und sie lagerten sich an der Quelle Harod, also jetzt hier in der Ebene Jezreel, sodass er das Heerlager der Midianiter nördlich von dem Hügel More im Tal hatte. Und der Herr sprach zu Gideon, Vers 2, zu zahlreich ist das Volk. Oh weh, jetzt hatte der Gideon gemeint, also mit dieser großen Zahl von Israeliten wird es vielleicht doch möglich sein, die Midianiter zu schlagen, aber Gott sah das ganz anders. Und er sagte zu ihm, nee, das Volk ist zu zahlreich, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Und das geschieht ja so häufig, wenn Gott einem hilft, nachdem Gott einem geholfen hat, dann vergisst man ganz, dass Gott einem geholfen hat. Man meint, man habe es selbst erreicht, durch seine Talente, durch seine Kraft, durch seine Stärke. Und Gott wusste das, er kannte diese Tendenz. Und so sagte er, also das Volk ist zu zahlreich, das wird ein bisschen dezimiert werden müssen. So lasst nun ausrufen, Vers 3, vor den Ohren des Volkes. Wer ängstlich und verzagt ist, der kehre um. Und so sichtete sie Gideon. Und da kehrten vom Kriegsvolk 220.000 um. 220.000. Die waren ängstlich und verzagt. Die glaubten nicht, dass Gott ihnen helfen würde. Und sodass nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab ans Wasser. Und dort will ich sie dir sichten. Und von wem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen.
Wem ich aber sagen werde, dass er nicht mit ihr ziehen soll, der soll nicht mitziehen. Und er führte das Volk hinab ans Wasser. Und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle besonders. Ebenso, wer niederkniet, um zu trinken. Und da war die Zahl derer, die geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk hatte kniend getrunken, aus der Hand zum Mund. Mit anderen Worten, die hatten sich niedergekniet, hatten ihre Waffen abgelegt, haben dadurch auch gezeigt, dass sie nicht sehr umsichtig waren im Hinblick auf eine Gefahr. Also die haben sich kniend niedergesetzt und haben dann das Wasser getrunken. Die anderen haben sich scheinbar nur gebückt und haben das Wasser dann auf diese Weise getrunken. Und der Herr sprach zu Gideon in Vers 7, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hände geben. Aber alles übrige Volk lasst gehen an seinen Ort. Nun denken wir daran, die Midianiter, die kamen so zahlreich wie Heuschrecken. Und Gott sagt mit diesen 300 Mann, da will ich euch erretten. Vers 8. Und sie nahmen die Verpflegung des Volks und ihre Posaunen an sich. Es wird ja noch nicht einmal irgendetwas gesagt, dass Gideon und diese 300 Mann Waffen hatten. Das heißt, die nahmen die Verpflegung mit sich und die Posaunen. Aber die übrigen Israeliten ließ er alle gehen, jeden in sein Zelt. Die 300 Mann aber behielt er bei sich. Und das Heer der Midianiter lag unten vor ihm in der Ebene. Und der Herr sprach in derselben Nacht zu Gideon, stehe auf und gehe hinab zum Lager, denn ich habe es in deine Hände gegeben. Fürchtest du dich aber, hinabzugehen, so lass deinen Diener Pura mit dir hinabgehen zum Lager, damit du hörst, was sie reden. Und danach werden deine Hände stark sein und du wirst hinabziehen zum Lager. Und der Gideon sagte, nee, also mittlerweile habe ich jetzt doch erkannt, dass du mit uns bist, da fürchte ich mich nicht mehr, da kann ich ruhig allein gehen. Und da ging Gideon mit seinem Diener Pura hinab bis an den Ort der Schildwache, die im Lager war. Er fürchtet sich immer noch. Er hat immer noch nicht das Vertrauen, den Glauben, dass Gott ihm wirklich helfen würde. Und Gott wusste das auch. Deswegen hat er ihm gesagt, und wenn du dich fürchtest, dann nimm deinen Diener mit dir. Und er hat jetzt auch zwei Wunder bewirkt, wie wir jetzt sehen werden, weil er wusste, dass Gideon noch nicht da war, wo er hätte sein sollen. Aber er wusste auch, dass Gideon aus der Schwachheit stark werden würde, wie Paulus es nachher dann formuliert hat. Und es heißt hier in Vers 12, und die Midianiter und Amalekiter und alle aus dem Orten oder aus dem Osten hatten sich niedergelassen in der Ebene wie eine Menge Heuschrecken. Und ihre Kamele waren nicht zu zählen, wegen ihrer großen Menge, wie der Sand am Ufer des Meeres. Und hier war Gideon mit 300 Mann. Und als nun Gideon kam in der Nacht, siehe, da erzählte einem anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe geträumt. Ein Laib Gerstenbrot rollte zum Lager der Midianiter und er kam an das Zelt, stieß es um, dass es einfiel und kehrte es um, das oberste zu unterst, sodass das Zelt am Boden lag. Ein merkwürdiger Traum, hatte der irgendeine Bedeutung? Und da antwortete der andere, Vers 14, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joasch, des Israeliten. Gott hat die Midianiter in seine Hände gegeben mit dem ganzen Heerlager. Schauen Sie, eine total menschlich gesehen widersinnige Deutung. Da sprach nichts dafür, dass dieser Traum irgendetwas zu tun hatte mit Gideon. Aber schauen Sie, Gott hatte diesen Traum zunächst einmal gegeben und jetzt diesen anderen Menschen dazu inspiriert, es so zu interpretieren, weil Gideon dies hören sollte. Wie ich sagte, zwei Wunder wurden hier vollbracht. Vers 15. Als Gideon diesen Traum erzählen hörte und seine Auslegung, da fiel er anbetend nieder und kam zurück ins Lager Israels und sprach, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Jetzt wusste er in der Tat, dass Gott ihnen den Sieg geben würde. Lesen wir Vers 16. Und er teilte die 300 Mann in drei Heerhaufen und gab jedem eine Posaune in die Hand und leere Krüge mit Fackeln darin. Und sprach zu ihnen, steht auf, seht auf mich und tut ebenso. Wenn ich nun an das Lager komme, wie ich tue, so tut ihr auch. Wenn ich die Posaune blase und alle, die mit mir sind, so sollt auch
ihr, die Posaunen blasen, rings um das ganze Heerlager und rufen, für den Herrn und für Gideon. Und so kam Gideon mit 100 Mann an das Lager zu Anfang der mittleren Nachtwache, mit anderen Worten so 3 Uhr am Morgen, als sie eben die Wachen aufgestellt hatten, und sie bliesen die Posaunen und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Und da bliesen alle 3 Heerhaufen die Posaunen und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber die Fackeln in ihrer linken Hand und die Posaunen in ihrer rechten Hand, um zu blasen, und riefen, hier, Schwert des Herrn und Gideons. Und sie blieben stehen, jeder an seiner Stelle, rings um das Lager her. Und da fing das ganze Heer an zu laufen und sie schrien und flohen. Die hatten also jetzt eine Panik. Die wussten nicht, was da war. Die sahen also jetzt diese Fackeln, die hörten den Lärm der Posaunen und sie flohen. Und Vers 22, und während die 300 Mann die Posaunen bliesen, da schaffte der Herr, dass im ganzen Heerlager eines jeden Schwert gegen den anderen war. Also die meinten jetzt, die Feinde seien bereits im Heer und haben sich dann gegenseitig umgebracht. Schauen Sie, da Gideon und die 300 Mann, die brauchten überhaupt gar nicht zu kämpfen. Alles dies hat Gott bewirkt. Aber er erwartete von Gideon, dass er Glauben hatte, dass dies auch geschehen würde. Und so lesen wir, und das Heer floh bis Bethschitta auf Zereda zu, bis an die Grenze von Abel-Meholor bei Tabat. Vers 23. Und die Männer Israels von Naphtali, von Asser und von ganz Manasse wurden zusammengerufen und jagten den Midianitern nach. Vers 24. Und Gideon sandte Botschaft auf das ganze Gebirge Ephraim. Ephraim heute, die Nachfahren der Ephraimiten sind hauptsächlich in Großbritannien zu finden. Interessant ist, wie hier Ephraim beschrieben wird, damals schon. Und er ließ sagen, kommt herab den Midianitern entgegen. Und nehmt ihnen die Wasserstellen weg, bis nach Betbara und auch den Jordan. Und da wurden zusammengerufen alle, die von Ephraim waren, und nahmen ihnen die Wasserstellen weg, bis nach Betbara und auch den Jordan. Und sie fingen 2 Fürsten der Midianiter, Oreb und Seeb, und erschlugen Oreb am Felsen Oreb und Seeb bei der Kelter Seeb und jagten den Midianitern nach und brachten die Häupter Orebs und Seebs zu Gideon über den Jordan. Und da sprachen die Männer von Ephraim zu ihm, warum hast du uns das angetan, dass du uns nicht riefst, als du in den Kampf zogst gegen die Midianiter? Und sie zankten heftig mit ihm. In der Tat hatte Gideon, aus was für Gründen auch immer, die Ephraimiten nicht aufgefordert, in diesem Krieg teilzunehmen. Man sieht heute bereits schon, oder man sieht damals schon, eine Zwistigkeit, eine Spannung zwischen, sagen wir einmal, Manasse und Ephraim. Und die Spannung besteht heute noch zwischen Amerika und England. Auch heute haben die Engländer noch so ein bisschen diesen Dünkel gegenüber Amerika. Und wir lesen hier auch interessanterweise, was Gideon für eine Antwort gibt. Da sprach er zu ihnen, Vers 2, was habe ich euch jetzt getan, dass eurer Tat gleich sei? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die ganze Weinernte Aber Jesus, mit anderen Worten, ist nicht das Schlechteste von England besser als das Beste von Amerika. Er versuchte jetzt die Ephraimiter da ein bisschen irgendwie denen zu schmeicheln. Das hat auch gewirkt. Er sagt weiter in Vers 3, und Gott hat den Fürsten der Midianiter, Oreb und Seeb in eure Hände gegeben. Was habe ich zu tun vermocht gegen das, was ihr getan habt? Und als er das sagte, da ließ ihr Zorn von ihm ab. Aber wir lesen heute auch in der Bibel, dass sogar noch in der Zukunft diese Zwistigkeiten zwischen Ephraim und Manasse noch zunehmen werden. Und erst im Millennium, erst wenn Jesus Christus hier auf Erden herrschen wird, heißt es, wird dieser Neid, dieser Zwist, diese Zwietracht zwischen diesen beiden Nachfahren des Hauses Israel dann aufhören. Vers 4. Die Israeliten allerdings sagten dem Gideon keineswegs Dank. Die zeigten nicht, dass sie in irgendeiner Form dankbar war für das, was Gideon tat. Und so ist das heute vielfach auch, dass wenn man etwas für andere tut, man nicht unbedingt jetzt dann Dank erwarten kann. Vers 4, als nun Gideon an den Jordan kam, da ging er hinüber mit den 300 Mann, die bei ihm waren, die waren müde und jagten den Feinden nach. Und da bat er die Leute von Sukkot, gebt doch dem Volk, das mir auf dem Fuße folgt, Brot. Sie sind müde. Ich muss nachjagen, den Königen der Midianiter, Sebach und Zalmunna. Nun, wir werden nachher noch sehen, warum. Aber die Oberen von Sukkot sprachen, sind die Fäuste Sebachs und Zalmunnas schon in deinen Händen, dass wir deinem Heer Brot geben wollen oder sollen? Und Gideon sprach, wohlan, wenn der Herr
Sebach und Zalmunna in meine Hand gibt, so will ich euer Fleisch mit Dornen aus der Wüste und mit Stacheln zerdreschen. Jetzt hatte er schon mehr die Zuversicht, dass dies geschehen würde. Und er zog von dort hinauf nach Pnuel und redete ebenso mit ihnen. Und die Leute von Pnuel antworteten ihm dasselbe wie die von Sukkot. Die wollten ihm auch nicht helfen, ihm noch nicht einmal Brot geben für seine müden Krieger. Und er sprach auch zu den Leuten von Pnuel: Komm ich heil wieder, so will ich diese Burg niederreißen. Sebach aber und Zalmunna waren in Karkor und ihr Heerlager mit ihnen etwa 15.000. Also hier kommt der Gideon mit diesen 300 ermüdeten Kriegern gegen 15.000. Alle, die übrig geblieben waren vom ganzen Heer derer aus dem Osten, denn 120.000 waren gefallen, die das Schwert ziehen konnten. Und Gideon zog herauf auf der Straße derer, die in Zelten wohnen, östlich von Nobach und Jogboha, und schlug das Heerlager, während es ohne Sorge lagerte. Nun, wie er das schlug mit den 300 Mann, wird hier nicht erklärt. Es ist offensichtlich, dass Gott dies tat. Wie genau, wird hier nicht gesagt. Aber es ist ja unmöglich, dass mit 300 Mann er ein Heer von 15.000 hätte schlagen können, ohne Gottes Eingreifen, ohne Gottes Wirken. Vers 12. Und Sebach und Zalmunna flohen, aber jagte ihnen nach und nahm gefangen die beiden Könige der Midianiter, Sebach und Zalmunna, und setzte das ganze Heerlager in Schrecken. Nun, irgendwie geriet das Heerlager wiederum in eine Panik. Vielleicht hat er das Gleiche nochmal getan, was er damals getan hat, oder vielleicht eine andere Sache hier durchgeführt. Und als nun Gideon, Vers 13, der Sohn des Joasch, vom Kampf zurückkam, auf der Steige von Heres, da griff er sich einen Knaben von den Leuten von Sukkot und fragte ihn aus. Und er schrieb ihm auf die Oberen von Sukkot und ihre Ältesten, 77 Mann, also die ihm hätten helfen sollen. Und er kam zu den Leuten von Sukkot und sprach: Siehe, hier sind Sebach und Zalmunna, um deren Willen ihr mich verspottet habt und gesprochen. Ist denn Sebachs und Zalmunnas Faust schon in deinen Händen, dass wir deinen Leuten, die müde sind, Brot geben sollten? Und er nahm die Ältesten der Stadt, also die, die verantwortlich waren, und holte Dornen aus der Wüste und Stacheln und ließ es die Leute zu Sukkot fühlen. Die haben ihre Lektion erhalten. Und die Burg von Pnuel riss er nieder, wie er gesagt hatte, und er schlug die Leute, oder besser die Führer der Stadt. Und Gideon sprach zu Sebach und Zalmunna: Wie waren die Männer, die ihr am Tabor erschlagen habt? Sie sprachen: Sie waren wie du, jeder anzusehen wie ein Königssohn. Er aber sprach: Es sind meine Brüder, meiner Mutter Söhne gewesen. Das war der Grund, warum Gideon denen nachfolgte. Die hatten seine Brüder erschlagen. So wahr der Herr lebt, wenn ihr sie am Leben gelassen hättet, würde ich euch nicht töten. Und er sprach zu seinem erstgeborenen Sohne Jether: Stehe auf und erschlage sie. Aber der Knabe zog sein Schwert nicht, denn er fürchtete sich, weil er noch ein Knabe war. Und Sebach aber und Zalmunna sprachen: Stehe du auf und mache dich an uns, denn wie der Mann ist, so ist auch seine Kraft. Und da stand Gideon auf und er schlug Sebach und Zalmunna und nahm die kleinen Monde, die an den Hälsen ihrer Kamele waren. Nun, der Kriegsherr Gideon tat das, was er als Kriegsherr tun sollte. Wir dürfen nicht vergessen, es handelt sich hier um alttestamentliche Zeiten, wo Gott den Menschen damals noch nicht unbedingt offenbart hatte, dass es falsch war, überhaupt Krieg zu führen. Im Neuen Testament sagt uns Christus eindeutig: Stecke dein Schwert weg, wer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen. Schauen Sie, Gott richtet uns und beurteilt uns gemessen an dem, was er uns offenbart. Aber der Gideon macht hier einen fundamentalen Fehler. Er nimmt die kleinen Monde, heißt es hier, die an den Hälsen ihrer Kamele waren. Diese Monde waren scheinbar, wie uns Kommentare sagen, Amulette. Sie dienten der Anbetung der Mondgöttin Astarte, von der wir ja schon gelesen hatten. Warum nimmt Gideon jetzt diese Monde an sich? Und was würde aus diesen Monden werden? Dummerweise ein Rückschlag, ein Rücktritt, etwas, was er nicht hätte tun dürfen oder sollen. Aber immerhin macht er eines richtig, hier in Vers 22. Und da sprachen die Männer von Israel zu Gideon: Sei Herrscher über uns, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Zunächst einmal wollten die gar nichts mit Gideon zu tun haben, wollten ihm noch nicht einmal helfen. Und jetzt wollen sie ihn zum Herrscher machen, zum König. So wechselhaft sind die Launen der Menschen. Vers 23, das gleiche geschah nachher übrigens auch mit Christus. Zunächst einmal wollten sie Christus zum König machen und dann wollten sie ihn kreuzigen.
Vers 23, aber Gideon sprach zu ihnen, ich will nicht Herrscher über euch sein, oder König, und mein Sohn soll auch nicht Herrscher über euch sein, sondern der Herr soll Herrscher über euch sein. Leider war es so, dass nach dem Ableben von Gideon sein Sohn Abimelech zeitweilig König werden würde, aber auch nicht allzu lange. Vers 24, und Gideon sprach zu ihnen, eins begehre ich von euch, jeder gebe mir die Ringe, scheinbar Ohrringe oder auch Nasenringe. Jeder gebe mir die Ringe, die er als Beute genommen hat, denn weil es Ismaeliter waren, hatten sie goldene Ringe. Also es waren die Araber hier, die damals schon und noch heute Ringe tragen, Ohrringe tragen. Und zwar geht es hier um die Männer, nicht nur um die Frauen. Die trugen also diese Ringe und jetzt wollte dieser Gideon die Ringe haben. Warum? Und wir lesen weiter. Sie sprachen in Vers 25, die wollen wieder geben. Und sie breiteten einen Mantel aus und an jeder warf die Ringe darauf, die er als Beute genommen hatte. Und die goldenen Ringe, die er gefordert hatte, wogen 1700 Lot Gold, ohne die kleinen Monde und Ohrringe und Purpurkleider, die die Könige der Midianiter getragen hatten, und ohne die Spangen ihrer Kamele. Auch hier wiederum werden diese kleinen Monde erwähnt, die auch noch eine Rolle spielen würden, diese Amulette, die der Anbetung der Mondgöttin Astarte dienten. Vers 27. Und Gideon machte einen Ephod daraus und stellte ihn in seiner Stadt Ophra auf, in der Stadt, wo er das Götzenbild des Baal, den Altar des Baal und das Bild der Aschera umgehauen hatte. In dieser Stadt stelle jetzt diesen Ephod auf. Und das heißt, und ganz Israel trieb dort mit ihm, Abgötterei. Und er wurde Gideon und seinem Hause zum Fallstrick. Nach alledem, was Gideon geleistet hatte oder was Gott durch ihn geleistet hatte, fällt er wieder zurück in einen Aspekt des Götzendienstes. Es ist zwar nicht so, dass er unbedingt jetzt angefangen hatte, Baal anzubeten, aber er hat einen Ephod hergestellt. Ursprünglich war der Ephod ein Kleidungsstück für den Hohepriester. Gideon stellt jetzt einen Ephod her, vielleicht wie einige Kommentare sagen, um jetzt zwar nicht unbedingt König werden zu wollen, aber doch so die Position des Hohenpriesters einnehmen zu wollen. Aber das ist nicht unbedingt gesagt, weil nämlich der Ephod viel zu schwer war, um überhaupt ihn tragen zu können. Es sieht mehr danach aus, dass er diesen Ephod herstellte zum Zwecke des Götzendienstes. Schauen Sie, alte Gewohnheiten sterben sehr leicht oder sehr schwer ab. Und obwohl er alle diese Erlebnisse jetzt gehabt hatte, gesehen hatte, wie Gott ihm geholfen hatte, durch diese ganzen Kriege hindurch, durch diese Schlachten, kehrt er gleichwohl zu einem Aspekt des Götzendienstes zurück. Und es heißt hier, und ganz Israel trieb mit ihm Abgötterei. Und das wurde natürlich Gideon in seinem Hause zum Fallstrick. Wir sehen, wie leicht es sein kann, das Falsche wieder anzunehmen, nachdem wir es abgelegt haben. Und das ist dies eine Warnung für uns, nicht diesen Fehler zu begehen. Schauen Sie, Gideon hätte das niemals tun dürfen, niemals tun sollen. Es fing damit an, dass er sich zunächst einmal die Monde gibt oder geben lässt. Was er niemals hätte tun sollen, das war schon bereits der erste Schritt zu dieser Abgötterei, dass er dann diesen Ephod herstellte, mit dem dann alle Abgötterei betrieben. Richter Kapitel 8 und Vers 28 fahren wir fort. Und so wurden die Midianiter gedemütigt vor den Israeliten und hoben ihren Kopf nicht mehr empor. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre, solange Gideon lebte. Also obwohl er wieder zurückkehrte zu einem Aspekt des Götzendienstes, hat Gott nach wie vor mit ihm gewirkt. Und 40 Jahre lang hat scheinbar Gideon das Volk gerichtet, in richtiger Weise, wie es scheint. Vers 29. Und Jerubal, der Sohn des Joasch, ging hin und wohnte in seinem Hause. Aber jetzt kommt ein weiteres Problem. Vers 30. Und Gideon hatte 70 leibliche Söhne, denn er hatte viele Frauen. Er betrieb Polygamie. Auch etwas, was die Bibel nicht gut heißt. Auch etwas, was nicht in der Bibel gerechtfertigt ist. Aber es war seine Entscheidung. Es war auch damals die selbstverständliche Gewohnheit der Menschen, dies zu tun. Aber das machte die Sache nicht richtig.
Und wie wir auch sehen, in den meisten Fällen hat diese Polygamie, die Vielweiberei, wie man sie nennen kann, nur schlimme Konsequenzen gehabt. Aber das war seine Entscheidung. Er hatte 70 leibliche Söhne, denn er hatte viele Frauen. Vers 31, und auch seine Nebenfrau, also Nebenfrauen hatte er noch dazu, die er in Sichem hatte, gebar einen Sohn und den nannte er Abimelech. Aber dieser Abimelech würde später gewisse Dinge tun, die er nicht hätte tun sollen. Vers 32, und Gideon, der Sohn des Joasch, starb in hohem Alter und wurde begraben im Grab seines Vaters Joasch in Ophrah, der Stadt der Abiezriter. Also, obwohl der Gideon keineswegs fehlerfrei war, deutet das Neue Testament doch an, dass er im Reich Gottes sein wird. Denn wie ich sagte, beurteilt uns Gott nach dem, was er uns offenbart, was er uns wissen lässt. Und er erwartet dann natürlich auch, dass wir dann das tun, was er uns zeigt. Er erwartet nicht von uns, das zu tun, was er uns nicht gezeigt hat. Aber insoweit wie er seine Wahrheit offenbart, erwartet er von uns, dass wir der Wahrheit folgen. Aber schauen Sie, was jetzt geschah, nachdem Gideon gestorben war. Vers 33. Als aber Gideon gestorben war, kehrten sich die Israeliten, man könnte sagen, total ab und liefen den Baalen nach und machten Baal-Berit zu ihrem Gott. Baal-Berit. Eine andere Übersetzung heißt hier, sie machten einen Bund mit dem Baal, weil das Wort Berit Bund bedeutet, Vertrag. Ein Vertragsschluss. Sie gaben sich total wiederum der Götzendienerei hin. Der Abgötterei, des Götzendienstes. Vers 34. Und das ist das, was geschieht. Wenn man sich von der Wahrheit abwendet und wenn man sich dann wiederum des Götzendienstes befleißigt, dem Götzendienst zuwendet, der Unrichtigkeit zuwendet, der Falschheit zuwendet, dann ist das, was jetzt kommt, die notwendige, logische, automatische Konsequenz. Nachdem sie sich also jetzt dem Baal zugewandt hatten, Vers 34, und sie dachten nicht mehr an den Herrn. Sie dachten nicht an den Herrn, ihren Gott, der sie errettet hatte aus der Hand aller ihrer Feinde ringsumher. Das war jetzt total vergessen. Und das heißt, und sie erzeigten sich nicht dankbar dem Hause des Jerubbaal, das ist Gideon, für alles Gute, das er an Israel getan hatte. Also die Israeliten begaben sich wieder dorthin, wo sie gewesen waren, bevor Gott Gideon berufen hatte, um sie von den Midianitern zu erretten. Und wenn Sie die Geschichte weiterlesen, ist natürlich auch die logische Konsequenz, dass sie wieder in die gleiche Misere hineinfielen, in der sie waren, bevor Gott den Gideon berief. Hat Gideon sich bekehrt? Hat er das bereut, was er an Falschem getan hatte? Offensichtlich ja. Es heißt hier, dass die Israeliten nicht an das Gute dachte, was Gideon ihnen erwiesen hatte. Es heißt, dass er die Israeliten für viele Jahre gerichtet hatte. Also scheinbar hatte er die Fehler, die er begangen hatte, bereut. Denn sonst könnte er wohl nicht im Reich Gottes sein. Aber es gibt da gewisse Lektionen, die wir uns hinter die Ohren schreiben sollten, wenn wir diese Erzählung von Gideon lesen. Zunächst einmal hatte Gideon kaum Glauben an Gott. Er hatte kaum Glauben daran, dass er irgendetwas bewirken könnte. Natürlich nicht er alleine, sondern dass Gott durch ihn etwas bewirken könnte. Aber Gott sah zu, dass er aus der Schwachheit stark wurde. Nicht im physischen Sinne, sondern im Hinblick auf seine geistliche Entwicklung. Und wie sieht das mit uns aus? Glauben wir auch manchmal, wir sind zu nichts fähig. Wir sind absolut unfähig, irgendetwas Gutes zu tun für andere. Nun, von uns aus gesehen mag das stimmen, aber wenn Gott in unserem Leben regiert, dann kann er durch uns Dinge tun, die über das Unmögliche, menschlich gesehen, weit hinausgehen. Was sagt Christus? Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist nichts unmöglich. Und wir lesen über viele Wunder, nicht nur hier über den Gideon, sondern in der ganzen Bibel, wo dies unter Beweis gestellt wird. Die Stelle oder diese Passage zeigt uns auch, dass es niemals zu spät ist. Wenn Gott uns berufen hat, wenn Gott in unserem Leben beginnt zu wirken und wenn wir uns dann für eine gewisse Zeit von Gott abwenden oder nicht auf diesen Ruf reagieren, glauben wir nicht, dass wir einfach so Gott aus den Augen kommen könnten. Wenn Gott etwas in Ihrem Leben bewirken will, dann wird er dies auch tun. Wir können es auf eine leichte Art und Weise in unserem Leben bewirken lassen oder vielleicht wie der Jona es hat erleben müssen.
als er von Gott fliehen wollte. Der Gideon war ja auch sehr zweifelhaft und brauchte immer wiederum Beweise, dass Gott wirklich in seinem Leben dann auch wirkte. Sind wir von Zweifeln beseelt, wie dies der Gideon war? Sind wir auch noch in einer Situation, wo wir nicht so richtig wissen, ob Gott wirklich in unserem Leben wirken will und ob er uns die Kraft geben kann, das zu tun, was er von uns erwartet? Schauen Sie, Gott sagt uns zum Beispiel, wir sollen seine Gebote halten, alle Gebote, die er uns gegeben hat. Meinen wir, wir könnten dies in unserer heutigen Zivilisation nicht mehr tun? Da sind einige Gebote dabei, die sind ja unmöglich zu halten, das geht doch gar nicht. Sind wir von Zweifeln verunsichert? Oder meinen wir, dass das, was Gott uns sagt, auch durchführbar ist, mit Gottes Hilfe? Haben wir manchmal zu wenig Courage, zu wenig Glauben? Müssen auch wir manchmal durch Schwierigkeiten gehen, die vielleicht gar nicht notwendig wären? Nur weil wir eben den Glauben noch nicht haben, die Courage noch nicht haben. Schauen Sie, wenn das der Fall ist, dann bitten Sie Gott um Glauben. Bitten Sie Gott um Courage. Gott will ja, dass Sie an ihn glauben. Gott will ja sogar letztendlich, dass sein Glaube in Ihnen lebt. Aber Sie können dies natürlich nicht aus sich selbst heraus bewirken. Gott muss Ihnen dabei helfen. Und schließlich, wie sieht es in Ihrem Leben aus im Hinblick auf die Sünde? Schauen Sie, der Gideon, der hatte Zweifel, aber dann wurde er aus Schwachheit stark und dann kehrte er zurück zu einem gewissen Grade zur Sünde. Ist das bei uns auch der Fall? Dass wir es besser wissen, aber gleichwohl auf einmal, weil vielleicht der Druck in der Gesellschaft zu groß geworden ist, meinen, wir müssten zurückkehren zu dem, aus dem wir herausgekommen sind. Denken wir daran, dass die Bibel sagt, das wurde Gideon und seinem Hause zu einem Fallstrick. Unsere Sünde hat auch Auswirkungen auf die Menschen, mit denen wir in Kontakt geraten und auch die Kinder, sagen wir einmal, die wir großziehen. Alles dies sind Lektionen, die wir beherzigen sollten und viele mehr. Und wie wir sehen, der Gideon, das ist gar nicht so eine Persönlichkeit, die uns heute nichts mehr sagen kann. Die Bibel ist voll von Lektionen, die für uns heute wichtig sind. So bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.